Liebe Damen und Herren, wie Sie hier sehen, habe ich da in meinem Aktionspanel doch einiges an Aktionen hier bereits installiert. Und es ist manchmal recht mühsam, in dieser Aktionsflut hier den Überblick zu behalten. Jetzt, was gibt's für Möglichkeiten, um da den Überblick eben nicht zu verlieren? Sie könnten vielleicht die Liste etwas übersichtlicher gestalten, wobei das nicht meine bevorzugte Methode ist, indem Sie hier in den Schaltflächenmodus gehen und jetzt sehen Sie, dass da die Aktionen als einzelne Knöpfe erscheinen. Diese Knöpfe können mit farbigen Labels gekennzeichnet werden. Das funktioniert so, ich muss da kurz zurück in den Schaltflächenmodus, dass Sie eine Aktion hier kurz doppelklicken, und zwar nicht auf den Text, sondern hier hinten, und dann können Sie hier eine Farbe bestimmen. Allerdings sind Sie da, was die Farben anbelangt, extrem limitiert. Sie können nämlich nur diese wenigen Farben anwenden. Aus diesem Grund muss ich sagen, ist das Aktionenpanel für mich eigentlich gestorben, weil es für viele Aktionen einfach recht unübersichtlich wird. Ich habe mir dazu eine neue Palette gebaut, und zwar im Adobe Configurator 2. Und da sehen Sie, dass ich so eine Art Schubladensystem habe. Ich habe die Kategorie Color Management, ich habe die Kategorie Unscharfmaskierung, Kontrast und Farbe, Schärfen, Ausgabeschärfung, Zmückumwandlungen, Finishing-Arbeiten, Kanal-Tipps und Tricks, Beauty-Retusche, Schwarz- und Weiß-Einstellungen und Hilfsprogramme. Das sind wesentlich mehr Gruppierungen, als ich sie hier mit den Ordnern gemacht habe. Der Vorteil ist auch, ich muss nicht ständig scrollen und die Ordner öffnen und schließen. Ich kann nur auf diesen Knopf klicken, den ich halt öffnen will. Wie erstellt man jetzt eine solche verschachtelte Configurator-Panel-Geschichte? Nun, Sie laden sich zuerst einmal auf labs.adobe.com/download/configurator den kostenlosen Adobe Configurator runter. Sie müssen dazu Adobe Air installiert haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann würden Sie darauf hingewiesen werden. Wenn Sie den runtergeladen haben, dann starten Sie ganz einfach den Konfigurator hier. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie so ein Panel ganz grob bauen. Ich beende dazu kurz den Photoshop kurz. Bin hier im Configurator und ich mache da relativ schnell. Ich sage da einfach Fenster erstellen. Ich möchte ein neues Fenster. Zur Wahl steht Photoshop und InDesign. Ich nehme Photoshop und sage da als Standard festlegen. Ich sage okay und bin jetzt hier eigentlich bereits im neuen Fenster. Dieses Fenster werde ich mit dem grünen Knopf kurz maximieren und da rechts diesen Bereich etwas größer machen. Dann gebe ich dem Panel hier einen Namen. Wir nennen das einfach mal Blog Ulrich Media. Und ich übernehme da die Standardbreite. Anschließend brauchen wir hier, damit wir etwas reinfüllen können, eine Zielleiste. In unserem Fall brauchen wir die Zielleiste. Ich hole die, ziehe die da rein und die ist standardmäßig genauso groß wie unser Fenster. Dieses Fenster da soll jetzt aber nicht Ziehfenster heißen, sondern ich sage da zum Beispiel einfach mal USM für Unscharfmaskierung. Dann klicke ich hier aufs Plus und ich sage, ich hätte gerne ein neues Fenster, und zwar brauchen wir in diesem Fall eine sogenannte Leinwand. Und da sage ich beim Label jetzt irgendwas anderes, sagen wir zum Beispiel LAB Tricks, und ich sage Okidoki, und schon haben wir unsere beiden Schubladen. Diese Namen können Sie immer noch später ändern hier bei Label. Wenn Sie jetzt da eine Aktion hineinlegen wollen, dann gehen Sie da oben auf Aktion und Skript. Sie können also auch auf JavaScript verweisen. Ich sage da Aktion in unserem Fall, ziehe die hier hinein, mache das Fenster ein bisschen größer, etwa so. Und was Sie jetzt tun müssen, damit diese Aktion läuft: Sie müssen der Aktion einen Namen geben, zum Beispiel sage ich mal Hi
Frequency, Sharpen, Details. Dann, dieser Name ist im Moment, spielt keine Rolle, wie Sie den benennen. Der muss einfach sinnvoll sein. Anschließend beim Aktionsnamen müssen Sie absolut exakt denselben Namen eintragen, wie Sie ihn auch im Aktionsfenster in Photoshop haben. Das heißt, wenn Sie nicht sicher sind, öffnen Sie die Aktionspalette in Photoshop, kopieren Sie sich den Aktionsnamen und fügen Sie diesen hier wieder ein. Anschließend müssen Sie hier noch angeben, in welcher Gruppe diese Aktion steht. Jede Aktion ist im Photoshop-Panel ja in einem Ordner drin. Und da bei der Aktionsgruppe müssen Sie einfach ebenfalls den exakten Wortlaut der Gruppe reinschreiben und dann sind Sie fertig. Sie haben dann ein Label. Das Label ist verantwortlich für den Namen hier. Den Aktionsnamen brauchen Sie, um die richtige Aktion aufzurufen. Die Aktionsgruppe brauchen Sie, damit der Configurator weiß, in welchem Behälter diese Aktion liegt. Anschließend empfehle ich Ihnen, dass Sie zuerst über Datei das Ganze speichern. Das speichert das Ganze aber als Configurator-Projekt sozusagen. Das ist noch nicht das eigentliche Panel. Aber ich würde das trotzdem speichern, damit Sie dieses Panel hier, diese Konfiguration, später wieder aufrufen können. Anschließend, wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie Fenster exportieren und das exportiert jetzt das eigentliche Configurator Panel und zwar automatisch in den korrekten, dafür vorgesehenen Ordner, sprich im Programmordner von Photoshop, im Ordner Plugins, Panels. Da hinein wird das automatisch gespeichert. Sie sehen, ich habe da bereits zwei Configurator Panels drin. Wenn Sie anschließend das Ganze gemacht haben, ich beende das mal kurz und speichere es nicht, dann müssen Sie Photoshop wieder starten. Und damit Sie dieses neue Panel finden, müssen Sie ins Fenstermenü gehen und denken Sie dran, Photoshop muss neu gestartet werden. Dann gehen Sie ins Fenstermenü, sagen dort Erweiterungen und holen sich dort die soeben gespeicherte Palette. Wenn die nicht erscheint, dann können Sie kurz den Arbeitsbereich zurücksetzen, hier mit Rechtsklick zurücksetzen und dann nochmals probieren und dann sollte eigentlich in den Erweiterungen diese neue Palette auf jeden Fall erscheinen.